Ich bin vom Polarpsen.de und freue mich, den Herrn Bernschneider bei mir begrüßen zu können. Wir würden ihm heute ein paar Fragen stellen. Hallo, Herr Bernschneider. Hallo. Können Sie bitte erklären, was ein Bundestagsabgeordneter ist, was er macht? Also der Bundestagsabgeordnete, das ist die politische Vertretung aller Bürger. Jeder Mensch, jeder über 18 zumindest, hat die Gelegenheit, zu einer Wahl zu gehen und dann einen Vertreter für sich zu wählen, der dann in Berlin im Deutschen Bundestag sitzt und versucht, die Rahmenbedingungen in Deutschland so zu gestalten, dass es eben gut für die Leute ist. Und ich bin einer von 622, die im Bundestag sitzen und versuchen, gute Politik für die Leute zu machen. Wie sieht eigentlich ein Tag aus als Bundestagsabgeordneter? Ganz unterschiedlich. Also das ist das Schöne am Beruf des Bundestagsabgeordneten, dass man jeden Tag andere Aufgaben hat, andere Termine hat. Ich fahre morgen zum Beispiel zur CeBIT nach Hannover. Ich bin heute hier. Das sind die Wahlkreiswochen. Da ist man eben unterwegs und schaut sich in seiner Region um. Und in den Sitzungswochen, das teilt sich ungefähr hälftig auf, ist man in Berlin, ist im Parlament unterwegs und macht dann eben da Gesetze. Man diskutiert mit den anderen Abgeordneten über aktuelle Beschlüsse. Und so teilt sich das eben auf. Aber es ist alles abwechslungsreich und eigentlich nie das Gleiche. Okay. Wenn Sie drei Wörter hätten, um sich zu beschreiben, welche wären das dann? Das ist eine Frage, die mir noch nie in einem Interview gestellt wurde. Drei Wörter, um mich zu beschreiben. Ich glaube, Loyalität ist ein Wort, was auf jeden Fall dazu gehört. Ein Stück weit Ehrgeiz und Bodenständigkeit. Die Zukunft liegt in der Politik. Können Sie dazu vielleicht Stellung nehmen? Alle Entscheidungen, die wir in der Politik treffen, entscheiden, wie unser Leben morgen aussehen wird. Das heißt, deswegen ist es auch gerade wichtig, dass junge Leute sich in Politik engagieren. Weil die Entscheidungen, die heute in Berlin getroffen werden, die entscheiden maßgeblich über die Zukunft junger Menschen. Das heißt, wenn wir heute Gesetze machen, dann sind das die, die ich als zukünftig älterer Mensch dann auch wirklich erleben muss. Und deswegen ist es auch so seltsam, dass gerade junge Menschen wenig Interesse an Politik haben und es immer die Älteren sind, die sich in Politik so einbringen. Eigentlich müssten es viel mehr Junge sein. Ja. Was würden Sie zu den Leuten sagen, die Politik unnötig finden? Das knüpft ja ungefähr an die Frage an, die du mir gerade gestellt hast. Politik ist deswegen wichtig, weil Politik eben die Rahmenbedingungen für unseren Alltag setzt. Man kann sagen, Politik, das interessiert mich nicht als junger Mensch, das ist mir alles völlig egal. Aber bei schlechter Politik habe ich keine Chance auf einen Arbeitsplatz. Der Bolzplatz, auf dem ich nachmittags gerne bin, der ist da auch, weil Politiker darüber diskutiert haben, ob man ihn baut oder nicht. Das heißt, wenn man sich zurücklehnt und sagt, Politik, das ist alles langweilig, das interessiert mich alles nicht, dann sollte man nicht vergessen, dass der ganz normale Alltag ganz häufig von Politikern bestimmt wurde. Und deswegen ist auch wichtig, mitzudiskutieren. Finden Sie das Wählen wichtig? Klar, das gehört dann eben auch dazu. Wenn ich meine Meinung nicht äußere, sondern nur anderen überlasse, wählen zu gehen, dann kann ich auch nicht erwarten, dass meine Interessen vertreten werden. Politik ist eigentlich nichts anderes als eine Interessensvertretung. Du willst dich auf dein Leben konzentrieren und, weiß ich nicht, tagsüber in die Schule, nachmittags Fußball spielen, aber trotzdem willst du, dass deine Umgebung so gestaltet ist, wie du dir das vorstellst. Und deswegen wählst du ja Politiker, zum Beispiel in kommunale Parlamente, damit die deine Interessen vertreten. Und wenn du es nicht tust, kannst du nicht erwarten, dass irgendjemand deine Interessen vertritt. Dann bedanke ich mich, das war's. Ich bedanke mich auch.